Im ersten Jahr nach Corona ist auch bei Invented Chip vieles neu. Wir haben in diesem Jahr 25 Schüler und Schülerinnen bei uns hier am Institut in der Leibniz-Universität Hannover, denen wir alles rund um das Thema FPGA und Chipentwicklung beibringen. Die Teilnehmer haben schon vorher online unter Beweis gestellt, dass sie VHDL beherrschen und dementsprechend bin ich ganz begeistert, wie schnell sie in der Lage waren, das FPGA in Betrieb zu nehmen. In diesen 4 Tagen kriegen die Schülerinnen Vorträge, Praxisunterricht, Hands-on geboten. Nach dem Workshop werden die 25 Schülerinnen dann einen Solartracker realisieren, können dort auch noch zusätzliche eigene Ideen einbringen, wie beispielsweise die Bestimmung der Uhrzeit aus dem Sonnenstand. Und die 10 besten und innovativsten Ideen werden wir danach auf der Siegerehrung in Berlin prämieren.